Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeug. Ich hatte euch letztens diese Essknete hier vorgestellt. Das ist essbare Knete in Rot und man kann daraus richtig tolle Sachen formen. Ich hatte aber allerdings die Vermutung, dass das lediglich Keksteig ist. Diesen Teig, den müssen wir anrühren. Da ist nämlich so ein rotes Pulver drin. Das hatte ich euch im letzten Video im Unboxing schon gezeigt, so sieht es aus. Und außerdem war diese Spritze hier mit dabei. Damit sollen wir dann 15 Milliliter Wasser abmessen und wir werden jetzt mal diesen Teig oder diese Essknete hier anrühren. Dazu habe ich eine kleine Schale und einen Löffel und dann legen wir los. Das Pulver gebe ich jetzt in meine Schüssel. Und dazu dann die 15 Milliliter Wasser. Die Spritze fasst allerdings nur 12, das heißt, wir müssen dann einmal die volle Spritze nehmen und dann nochmal zusätzlich 3 Milliliter abmessen. Und man sieht jetzt schon, dass der Teig letztendlich rot wird. Der ist nämlich eingefärbt. Ich gebe jetzt noch die restlichen Wassertropfen dazu und dann wird das Ganze verrührt. So sieht jetzt unser fertiger Teig aus, unsere Essknete. Ich werde jetzt mal probieren. Eigentlich muss sie noch gebacken werden, aber Keksteig isst man ja gerne auch mal so. Und ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Vanille, aber auch ein bisschen nach Haselnuss. Aber so ausgesprochen lecker finde ich das jetzt nicht. Der Teig muss jetzt noch ausgerollt werden und dann auch noch ausgestochen mit solchen kleinen Keksförmchen. Und dann werden wir ihn backen. Dazu gehen wir allerdings jetzt in die Küche. Die essbare Knete habe ich jetzt schon ausgerollt. So sieht sie aus. Ich habe die Arbeitsfläche noch ein bisschen mit Mehl bestäubt, damit das nicht so klebt. Und ich werde jetzt einfach diese Keksförmchen hier benutzen. Einmal Hello Kitty und dann habe ich hier noch Minnie Maus. Die beiden werde ich jetzt benutzen. Ihr könnt natürlich auch ganz kreativ mit dieser essbaren Knete umgehen und ganz außergewöhnliche Sachen daraus formen. Ich werde jetzt einfach wie Kekse ausstechen. Mit diesen Förmchen können wir unsere Kekse jetzt noch prägen. Und da werde ich einfach hier bei der Minnie Maus das Minnie Maus Gesicht nehmen. Und bei Hello Kitty natürlich die Katze. Jetzt kommen die Kekse für 12 bis 15 Minuten in den Backofen und dann sehen wir uns wieder. Das sind jetzt unsere fertigen Kekse aus der Essknete. Hello Kitty und Minnie Maus Kekse sind daraus geworden. Die Farbe war irgendwie nicht so hitzebeständig. Die Kekse sind jetzt eher so bräunlich geworden. Die haben auf jeden Fall sehr gut gerochen, fand ich, als sie im Backofen waren. Also wie so ein Süßigkeitenstand auf der Kirmes. Sehen auch ganz gut aus, aber mehr als Keksteig ist diese Essknete wirklich nicht. Ich werde jetzt mal einen probieren. Dann nehme ich mal gleich diese Minnie Maus hier. Also es sind ganz normale Kekse vom Geschmack. So ein bisschen erdbeerig jetzt. Hat auf jeden Fall gar nicht nach Erdbeer gerochen. Aber wirklich leckere Kekse sind das auch nicht. Also da habt ihr, glaube ich, mit ganz normalem Keksteig mehr Spaß als mit dieser Essknete. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Essknete findet und was ihr euch vielleicht davon versprochen habt. Es ist, wie gesagt, nur Keksteig im Nachhinein. Wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch den Kanal und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!